Ihr habt es geschafft? Ah, danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Hallo, ich bin doch noch Anfänger. Natürlich kommen später bestimmt schlimmere Gegner. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was? Ja, die sagen, kennt ihr den Typen, der mit der Frau rumrennt, hey, mit dem riesigen Charakter? Also mit Kämpfen, ja? Danke, dass du uns den lästigen Köter ver... Danke fürs Folgen, Robai. Die Monatszahlen der erlegten Bestien. Alles schon. Ich bin froh, dass ich die PS4 ausgeliehen habe. Und was ist? Wir müssen Geld sparen. Vielleicht heuer ich dich ja mal an. Verzeihung. Du kannst dich mir gar nicht leisten. Hey. Sonst ist es dir aber nicht. Ich habe gehört, dass die Leute. Ich würde von Evelyn schon gerne. Auf der Platte gibt's garantiert auch Monster. Gibt es nicht. Gibt es wohl. Den Reaktor soll. Danke, Draco, für Stufe 1 Abo. Avalanche in die Luft gejagt haben. Auf der Platte gibt's garantiert auch. Tut mir leid. Die alte Fabrik ist. Es ist zwecklos. Dreht um. Es ist zwecklos. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist ja tiefer. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen. An zwei Stellen. Merzt sie aus, okay? Die alte Tallagerfabrik. Hauptproduktion. Lager. Danke, Draconis, für dein Prime-Abo. Ich fand Barrett als Begleiter übrigens ein bisschen angenehmer, weil der halt einfach ein Fernkämpfer ist. Den kannst du halt überall hinstellen, wenn du nah dran bist. Mit Dreieck führt Tifa einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist das ein Schmetterer. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit Entfesselung zur Sprengfaust oder zum Schlagsturm verstärkt werden. Nach Einsatz eines entfesselnden Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfertigkeit um 1. Im entfesselten Zustand erhöht Tifas Spezialfertigkeit den Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Okay, das war schon
schadenstechnisch was anderes. So darf es weitergehen. Finde ich auch. Ach ja, Analyse. Machen wir bei der nächsten Gruppe. Ich war jetzt so im Flow, dass ich die Analyse vergessen habe. Ein fliegendes Wesen, das in den Slums beheimatet ist und über magische Kräfte verfügt. Es ist von kleinem Wuchs und fliegt oft nah am Boden. Wirksam anpusten. Ich denke mal, es ist Luft. Ich glaube, jetzt kann ich gerade kein Auto-Vita rausnehmen. Schluss mit Luftig! Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Heirate mich. Wollt ihr jetzt bei jedem Gegner, der kommt, schreiben Analyse? Weil dann wird das ein langer Abend für mich. Analyse! Schwert, Schwert! Mach Auto-Vita raus! Tür kannst du aufmachen. Ja, weil es der direkte Rückweg ist, oder? Das ist doch eine Abkürzung bestimmt. Ah. Oder auch nicht. Ein allesfressendes Insekt, das überall in den Slums anzutreffen ist. Es lebt und agiert in Schwärmen, die nach Essensresten suchen, aber auch kleine Tiere und sogar Menschen angreifen, um ihren Hunger zu stillen. Eis und, ich denke mal generell, Magie soll ja stark sein, oder? Ah, Weißmagie. Kommt schon. Verdammt! Wink jetzt!
jetzt oder nie! Feuer frei! Die Kamera ist nicht perfekt immer. Das war abzusehen. Nein, noch nicht, weil es gibt ja noch diese grüne Kugel, die irgendwo ist. Verschlossen. Wie doof, wo hatte ich das denn gesehen? Das war die Tür da oben, die verschlossen ist. Wahrscheinlich musst du später nochmal rein. Um noch größere Gegner zu töten. Wer wagt es? Bis hier und nicht weiter. Erstarre! Es ist aus. Ah. Schön gewonnen. Das Tor habe ich nicht geöffnet. Da ist es. Tja, die Sachen, die ich beim Händler gekauft habe. Ja, theoretisch kannst du ja durch zwei Materie am Schwert, zwecklos. Ausruhen zum HP und MP heilen. Jetzt seid doch mal erstmal entspannt, ich muss ja erstmal wieder hier raus. Und wie man sieht, ist das schon die schwierigste Aufgabe für mich. Wie Kisten zum Looten? Was ist denn jetzt mit dir los? Wir sind keine Kisten zum Looten, habe ich schon alle geholt. Oder meinst du vorhin, oder waren da welche zum Zerschlagen? Ich verliere nicht. Tschüss. Ach. Brenne! Ja! Na? Ich leg los. Nimm das! Dein Ende! Ah. Weiter geht's. Ja, das war die andere Seite, also hier vorne rechts. Ausruhen am besten auf der Frau. Das sagt mir jetzt Anonymous, dass deine Tochter wahrscheinlich schon im Bett ist. Gibt alles. Die alte Fabrik ist jetzt wieder zugänglich. Auf der Platte gibt's... Ah.
Garantiert auch Monster. Gibt es nicht. Route ist Betrug. Gibt es wohl. Wer da rein will, zeigt mir keine Route an. Auf jeden Fall war dann die Viecher leichter als der komische dicke Hund. Bin wirklich froh, dass wir die Ratten. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ach, Johnny. Wohl wieder was ausgefressen. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Schlammratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Weiß die Bürgerwehr davon? Johnny hat echt Nerven, sich mit der Garde anzulegen. Was soll mich Johnny fahren? Ich würde ihm ja gern helfen, aber... Hey! Und, wie gefällt dir der Song? Geht Bist so. Du ein Fan? Na dann, nimm! Hat er schon wieder Mist gebaut? Diese aufgeblasenen Arschlöcher von der Garde. Boah, die Mucke, ey. Ich bin überzeugter Pazifist, Mann! Ich hasse Gewalt! Also zieh nicht so an mir rum! Und ja, ich weiß, dass das Hauptstory ist, aber was soll ich machen? Sie hat gesagt, folg mir und ich folge ihr jetzt. Cloud, hinter die Container da! Tut schon genug weh! Und überhaupt, ich hab doch gar nichts getan! Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers wagen. Oh, das war doch nur ein Zuschauer. Haha, reingefallen, du Depp. Als käme man mit deiner Schrott-ID in ein Shinra-Lagerhaus. Na dann, erzähl uns mal, was du über diese Tüftlerin weißt, mein Lieber. Verdammt, Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Ablenken, genau mein Thema. Aber vorher haben wir noch Zeit für Nickerchen. Ach, jeder kennt das beim Spazierengehen. Oh mein Gott, ich habe mich verletzt. Erstmal auf die Bank setzen. Leute, wenn ich einen Krankenwagen holen, die Wunde sieht gefährlich aus. Nein, ich bring mich zur nächsten Bank. Ich brauch... Mehr brauche ich nicht. Ja gut, ich komme noch eben zurück. Um die Questen abzugeben und ich kann ja auch... Was war's denn diesmal? Mein Güte. Muss noch Katzen suchen. Ne, wir haben alle Katzen gesucht. Nein, man kann... Häftig! Mach schön langsam! Du lässt noch das Feuer... Cloud ist wirklich zu fett, um an den dämlichen Tisch vorbeizugehen. Moment. Verzeihung.
Muss ich drinnen hochgehen? Ja. Nein, du kannst nicht springen. So ein Unsinn. Warum sollst du in einem Spiel springen können? Ich mach mir echt Sorgen um ihn. Johnny hat echt Nerven, sich mit der Garde. Ach, da vorne. Ich hab mir letztens im Honigtöpfchen am Wallmarkt ein so krass heißes Bienchen eingelacht. Ach, der war das. Ich bin letztes Mal anders dahin gekommen. Deshalb war ich jetzt so verwirrt. Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Wirst schon sehen. Ja. Besten Dank! Warst du schon am Pfeiler? Nein. Falls nicht, dann deck dich bei mir für den Kampf ein, okay? Entspann dich. Hey, ist das hier etwa Blut? Oh. Ist bestimmt bei der Beschaffung passiert. Ja? Hä? Ja. Was? Wer? Was denn? Warum sieht hier alles gleich aus? Du hast den Kampf heute besiegt. Stramme Leistung. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Er möchte den Ansatz von Windmagie. ATB-Boost beim Kampfbeginn. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Dafür sollte ich auch die WP mal einsetzen. Wieder nur 15. Und 7 noch auf das Panzerschwert. Woher auch immer die kommen. Ah, ich glaube, ich hätte auch die Waffen einfach mit... Ah ne, könnte ich gar nicht mit R2 und L2 oben durchschalten können. Physischer Schaden reduzieren, TP-Maximum erhöhen. Das muss man sagen. Du hast ja noch nie geblockt. Aber natürlich, ich habe schon geblockt. Die Mitte kannst du auch verbessern. Den Kern an sich. Nein. Du siehst in der Mitte die Sachen, die schon freigeschaltet wurden als Übersicht.
Oder vielleicht, wenn du alle freigeschaltet hast, kannst du dann das freischalten. Ich weiß es nicht. Werden wir erleben. TP Maximum. Vorher habe ich auch gedacht, das werde ich eh nie brauchen. Das Switcher im Menü ist übel. Das hörst du so laut? Ich habe das bis gerade gar nicht wahrgenommen, dass überhaupt was zwitschert hier.